Deiner Mutter verdanken wir echt tolle Kostüme für den Roller Jam. Ja, sie kann nicht nur sehr gut kochen, sie entwirft auch sehr schöne Kleider. Und das Make-up, was machen wir da? Keine Sorge, das ist Jasmins Aufgabe. Ich werde ihr nur ein paar kleine Tipps geben. Ein bisschen kenne ich mich ja aus mit den Festen in Mexiko. Ich komme ja von da. Ach, wir werden schon gut aussehen. Ja, also, ich finde mein Kostüm ja wunderschön, aber ich weiß nicht, ob ich mich traue, es anzuziehen. Ach, Nina, es fällt doch viel mehr auf, wenn du als Einzige kein Kostüm trägst. Na gut, kann sein. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber Erik wird das sicher genauso gehen. Oh, schon komisch. Sie redet immer nur von Erik. Mhm. Rede ich wirklich immer von Erik? Nein, nein, nur so ungefähr 99%. Du guckst so, Luna. Alles okay? Hä? Ja, mir geht's gut. Ich musste nur an... Ach, ich mach mir Sorgen um Matteo. Ich bin aus dem Roller raus und hab ihn überall gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Ich hab gedacht, wir gehen gemeinsam nach Hause. Und warum hast du ihn so dringend gesucht? Wir hatten vor, für seinen Auftritt noch ein paar kleine Details zu klären. Deswegen. Mhm. Nur deswegen? Puh, ich glaube ja, weil er dir fehlt. Ja, das sage ich auch immer. Na gut, ich will ehrlich sein. Er fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Na gut, sehr. Aber ihr wisst ja, dass es zwischen uns einfach nicht funktioniert. Es ist zu kompliziert. Mir ist nur wichtig, dass er Erfolg hat beim Roller Jam und dass seine Träume in Erfüllung gehen. Das ist was Besonderes für ihn und er verdient das. Mhm. Ach, ich schicke ihm eine SMS, dass wir die Probe auf morgen verschieben. Was Erfreuliches? Naja, eine SMS von Luna. Sie will, dass wir morgen proben. Ist doch gut, oder? Ja, schätze schon. Schreibst du nicht zurück? Nein, jetzt nicht, später. Hast du unser Gespräch vergessen? Dass du für deine Träume kämpfen sollst? Ja, ich weiß schon. Aber jetzt will ich mich hauptsächlich erstmal auf meinen Auftritt konzentrieren. Na Jungs, was geht? Wir reden gerade über den Roller Jam. So ein Zufall. Ich wollte euch nämlich gerade fragen, ob ihr mir bei Kostüm und Make-up helfen könnt. Ich habe nämlich null Ahnung davon. Wieso fragst du da nicht Luna? Oder Simon. Die kennen sich mit dem Thema nämlich wesentlich besser aus. Du hast recht, ich frag lieber die zwei. Sag mal, ist das Armband, das du gekauft hast, auch ein Teil deines Kostüms? Nein, das ist ein Geschenk. Woher weißt du davon? Ah, sicher hat dir Luna davon erzählt, oder? Unter Hunderten habe ich mich für das entschieden. Sie ist eben jemand ganz Besonderes für mich. Sie hat es verdient und noch viel mehr. Und ich weiß, sie denkt genauso über mich. Ihr scheint euch ja echt gern zu haben. Ja, sogar sehr, von ganzem Herzen. Monika, kann ich dich was fragen? Ja. Sind Ray und Maggie eigentlich noch zusammen? Ich denke schon. Warum willst du das wissen? Naja, aus keinem besonderen Grund. Ich habe nur heute zufällig gehört, wie sie miteinander streiten. Und mir gedacht, dass die beiden nicht sehr glücklich wirken. Wie kommst du darauf? Auf was denn? Don Alfredo. Raus mit der Sprache. Ich bitte Sie. Wir reden gerade über Ray und Maggie. Mhm. Ja, ich sagte gerade, naja, dass ich heute zufällig gehört habe, wie sie miteinander streiten und... Wir fragen uns, wieso? Bestimmt wegen dieser dunkelhaarigen Frau.